Hi, ich bin Max und studiere im dritten Semester VWL an der Uni Mannheim. Ich möchte dir kurz etwas zu der Nutzung von Büchern an der Universitätsbibliothek erzählen. Dann findest du dich hier an der UB hoffentlich bald einfacher zurecht und hast alle Informationsquellen zur Hand, die du für ein erfolgreiches Studium brauchst. Wenn du ein konkretes Buch brauchst, kannst du ganz einfach im Katalog Primo nachschauen, ob und wo der Titel an der UB verfügbar ist. Die UB hat nämlich mehrere Standorte, die auch Bibliotheksbereiche genannt werden. Schau doch mal bei der virtuellen Führung vorbei. Das Video findest du auch auf unserem YouTube-Kanal. Im Katalog Primo findest du auch einen 3D-Plan, der dir genau zeigt, in welchem Regal das Buch steht. Du findest eine kurze Einführung in die Nutzung vom Bibliothekskatalog im Video Primo in 120 Sekunden. Die Bücher, die in einer der Fachbibliotheken, wie zum Beispiel in der Bibliothek Schloss Ehrenhof stehen, kannst du nur vor Ort nutzen, aber nicht ausleihen. Die Bücher dort sind thematisch sortiert. Du findest ähnliche Titel, also direkt nebeneinander. Am besten schaust du dir im UB-Katalog genau an, wo sich das Buch befindet, und schreibst dir die Signatur auf. Dann fällt es dir leichter, den Titel auch zu finden. Und vergiss den 3D-Button nicht. Dann kannst du dich vor Ort besser orientieren. Wenn ein Buch im Ausleihzentrum im Westflügel steht, dann kannst du es dort während der Öffnungszeiten, wie der Name schon sagt, für eine bestimmte Zeit ausleihen. Zu den Leihfristen erzähle ich dir gleich noch mehr. Für die Ausleihe brauchst du deine ECUM, also deinen Studierendenausweis. Dein Studierendenausweis ist nämlich gleichzeitig auch dein Bibliotheksausweis. Du kannst mit deiner ECUM am Selbstverbucher Bücher ausleihen, Gebühren für überzogene Leihfristen am Terminal bezahlen, Schließfächer nutzen, aber auch drucken und kopieren. Neuere Bücher kannst du im Ausleihzentrum direkt aus dem Regal nehmen. Auch hier kannst du das 3D-Symbol im Katalog nutzen. Ältere Bücher stehen in der UB in einem geschlossenen Magazin und müssen deswegen über Primo bestellt werden. Um Bücher aus dem Magazin zu bestellen, musst du dich in Primo in deinem Bibliothekskonto mit deiner Uni-ID anmelden. Die Anmeldedaten sind die gleichen, die du auch für das Portal 2 und die Uni-E-Mail benutzt. Deine bestellten Bücher werden dann für dich zum Ausleihzentrum geliefert. Du bekommst eine E-Mail, wenn sie dort eingetroffen sind, und kannst sie innerhalb von 5 Werktagen im Abholraum im Erdgeschoss abholen. Im Erdgeschoss befindet sich außerdem auch die Lehrbuchsammlung. Hier findest du thematisch sortiert die grundlegende Literatur für deine Lehrveranstaltungen. Diese Titel können in der Regel für 28 Tage ausgeliehen werden. Eine Verlängerung der Leihfrist ist bei diesen begehrten Büchern leider nicht möglich. Da es sich um Begleitliteratur zur Lehrveranstaltung handelt, dürfen diese Bücher auch nur von den Studierenden der Universität ausgeliehen werden. Die restlichen Bücher, die du hier im Ausleihzentrum findest, sind in der Reihenfolge sortiert, in der sie vom Buchhandel geliefert wurden. Deswegen fängt die Signatur dieser Bücher mit einer Jahreszahl an. Die Bücher hier sind im Gegensatz zu denen in den anderen Bibliotheksbereichen also nicht thematisch sortiert. Die Leihfrist dieser Titel kannst du so oft für 28 Tage über dein Bibliothekskonto in Primo verlängern, bis die maximale Frist von 3 Monaten erreicht ist. Wenn ein Buch, das du dringend brauchst, gerade anderweitig entliehen ist, kannst du es in Primo über dein Bibliothekskonto zur Ausleihe vormerken. Dann bekommst du eine Mitteilung, wenn das Buch wieder verfügbar ist, und kannst es innerhalb von 5 Werktagen im Abholraum abholen. Vorgemerkte Titel können daher auch nicht im Bibliothekskonto verlängert werden. Manche Bücher können aufgrund ihres Alters nicht mehr ausgeliehen werden. Du kannst solche Bücher aber ebenso über dein Bibliothekskonto in Primo vorbestellen. Nachdem deine Anfrage geprüft wurde, werden die Bücher dann an den Sonderleseplätzen im Infocenter Schloss Schneckenhof für dich bereitgestellt. Du kannst sie dort für 14 Tage nutzen. Wenn dein gewünschtes Buch an der UB nicht verfügbar ist, kannst du es über den Katalog Primo per Fernleihe von einer anderen Bibliothek bestellen. Wenn es an der UB angekommen ist, kannst du es an der Theke im Ausleihzentrum abholen. Die Bücher aus der Fernleihe
müssen zum Leihfristende an derselben Theke wieder zurückgegeben werden. Die Leihfrist dieser Titel kann in der Regel nicht verlängert werden. Alle anderen Bücher kannst du über den Rückgabeautomat im Foyer des Ausleihzentrums abgeben. Ich würde an deiner Stelle darauf achten, die Bücher auch fristgerecht zurückzugeben, denn sonst können Mahngebühren anfallen. Ich hoffe, dass du jetzt einige Informationen zur Nutzung von Büchern an der UB zur Hand hast. Wenn du darüber hinaus Informationen benötigst, kannst du dich auch auf der Homepage der UB umsehen und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der UB sind natürlich auch gerne für dich persönlich da.